Und ja, da wären wir auch schon wieder einmal bei einem kleinen Informationsvideo meinerseits, in dem ich natürlich Informationen an euch weitergeben könnte, sollte, müsste und natürlich auch werde, weil ansonsten hat dieses Video eigentlich nicht mehr seine Daseinsberechtigung. Aber fangen wir einfach an, ich möchte mich kurz halten, denn wie ihr wisst, habe ich ziemlich schlechtes Internet und dieses Video wird wahrscheinlich auch wieder 3 Stunden brauchen, bis es hochgeladen wurde. Aber jetzt kommt schon die erste, ja, schöne Information, eine erfreuliche Nachricht, wie ich denn finde, denn ich werde demnächst, also was heißt demnächst, 2 Wochen endlich schnelles Internet haben, denn die kleine Telekom hat endlich mal ihren Arsch bewegen können und haben hier die Leitung umgebaut auf Glasfaser. Ja, bedeutet, ich brauche nicht mehr 10 Stunden, um ein kleines Video hochzuladen oder muss es außerhalb meines Zimmers hochladen, damit es irgendwo in einem anderen Internet schneller hochgeladen wird. Sondern ich kann mich einfach hier hinsetzen, das Video draufziehen, zack, 20 Minuten später ist es auch schon oben, egal wie lang es denn sein sollte. Und ja, bedeutet, ich bin viel agiler und flexibler, was denn die Videos angeht. Und dann könnten auch Fire Emblem Videos nicht jeden zweiten Tag kommen, sondern jeden Tag. Und ja, gleiches gilt auch für Hyrule Warriors. Und ja, am 30. September, also in gut 2 Wochen, wird es denn dann soweit sein. Bedeutet, wir müssen noch die Kalenderwoche 39 und 40 irgendwie überbrücken mit, ja, kleinen Videos und dann endlich steigt unsere Macht ins Unermessliche. Ja, kommen wir zur zweiten Information, nämlich Videos, Parts. Ich zeige euch mal ein kleines Bild von dem Uploadplan der Kalenderwoche 39, die ich übrigens auch regelmäßig in Facebook hochlade und die euch natürlich hier auf den ersten Blick servieren, was denn die Woche für Videos geplant sind. Nicht unbedingt hundertprozentig dann auch da sind, weil es kann immer mal irgendwas dazwischen kommen. Aber wenn ich schon so mutig bin und die hier aufliste, dann sollte es eigentlich kaum Probleme geben. Es sei denn, irgendetwas, ja, Schwerwiegendes kommt dann doch dazwischen. Ich erkläre den Plan mal kurz für die Leute, die ihn noch nie gesehen haben. Und ich lade den hier gerade auch nur hoch, weil, ja, es sich gerade anbietet. Aber ich möchte den nicht regelmäßig auf YouTube jetzt hier hochladen oder irgendwie zeigen, weil meine kleine Facebook-Seite braucht ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und da man da einfach ganz schnell mal ein kleines Bildchen hochladen kann, mit einem Text verzieren kann, alles schön dann dort auf einem Überblick hat, möchte ich es halt beibehalten, dass ich das lieber auf Facebook hochlade. Und wenn euch interessiert, wann lädt dieser blöde, dieser Depp von Xerox eigentlich den nächsten Hyrule Warriors Part hoch? Dann sieht man hier schon, dass am Montag Part 3 kommt. Da Part 2, ja, leider am Samstag nicht hochgeladen wurde, wird dieser wahrscheinlich dann am Sonntag folgen, wie man sich jetzt schlussfolgern könnte. Oder wann lädt der Depp denn endlich mal eine neue Fire Emblem Awakening Dating Session hoch? Und da sehen wir schon, am Dienstag folgt die Dating Session von der kleinen Olivia. Oder wir sehen auch, dass diese Woche leider kein richtiger Fire Emblem Part kommt, sondern nur eine kleine Training Session, Part 109,5, Part 109 3/4 und Part 109 7/8. Und warum? Einfach, weil der Xerox sich gedacht hat, es gibt bestimmt Leute, die wollen die blöde Training Session sehen und ja, ich denke mal nicht, dass die allzu lange dauern werden. Es wird wahrscheinlich noch, ja, die Training Session Part 109, 15, 16 geben. Aber ich glaube nicht mehr, dass es eine 31, 32 geben wird. Aber werden wir dann sehen in der Kalenderwoche 40, beziehungsweise in den Uploadplan dafür. Ich laber mich hier wieder dumm und fusselig. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht einfach mal punktgenau auf einen kleinen, ja, Aspekt beziehen kann, den einfach kurz abhaken kann, aber nein, ich laber hier schon fast wieder 5 Minuten und es kommt noch eine kleine weitere Information hinzu. Uploadplan haben wir jetzt abgehakt, habe ich gezeigt, wenn euch das interessiert, dann in der Beschreibung findet ihr den Link zu meiner kleinen Facebook-Seite und da könnt ihr dann ja einmal die Woche vorbeischauen und gucken, ah, der Penner lädt wieder nicht die Videos hoch, die ich denn gerne sehen möchte. Ach so, und ja, die kleinen Fragezeichen sind da einfach,
weil ich den Upload-Plan noch nicht ganz fertiggestellt habe und ich den noch fertig machen muss, denn für diese kleinen Fragezeichen-Dinger habe ich noch keinen Stundenblock hier irgendwie erstellt. So. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das wird bis Montag fertig sein. Die Fragezeichen-Blöcke und das möchte ich aber noch nicht unbedingt verraten, was es jetzt ist, weil vielleicht fällt das sogar noch flach, das weiß ich gerade nicht. Aber eigentlich sollte es nicht flach fallen, denn die unteren vier Fragezeichen sind eigentlich nur ziemlich kurze Videos. 10 Minuten, also so ein kleiner Quickie für zwischendurch. Man kennt das ja, man kennt das ja. Und ja, den größten Teil der Videos habe ich sogar schon hochgeladen. Bedeutet, eigentlich sollte ich den Plan locker abarbeiten können. Und ich laber mich hier wieder dumm und fusselig. Mensch, regt mich das auf. So, letzter Punkt. Die kleine FAQ-Sache mit dem Video, wo ich einmal Fragen gesammelt habe, wollte ich schon längst abgearbeitet haben. Denn ja, ich wollte eure Fragen beantworten, aber ich war die gesamte letzte Woche, ich will nicht unbedingt sagen krank, aber sagen wir mal, ich hatte eine kleine Erkältung und Schnupfen. Und das hat sich sehr stark auf meine Stimme ausgewirkt, weswegen ich relativ wenig aufnehmen konnte und mich auch... ja, dementsprechend dann eher ein klein wenig um andere Sachen gekümmert habe. Und ich jetzt alles, was ich mir vorgearbeitet habe an Videos, jetzt wieder nachholen muss. Ich habe noch einen kleinen Puffer, zum Beispiel die ganzen Majora's Mask-Folgen. Die sind alle schon fertig, alle auch hochgeladen. Eternal Darkness, die Folgen, die muss ich nur noch rendern und hochladen. Und Tales of Symphonia ist sowieso schon ziemlich weit fortgeschritten. Und aus hier Hyrule Warriors muss ich halt noch hochladen, da es ja gerade erst neu aufnehmen und hochladen, da es gerade erst neu angefangen hat. Und die letzten Tage gab es hier die ganze Zeit Gewitter, das regt mich auf. So kann ich nicht aufnehmen. Aber gut, ja. Das FAQ werde ich wahrscheinlich heute oder morgen dann aufnehmen. Bedeutet, wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Frage schnell habt, könnt ihr mir die Frage entweder hier reinschreiben, aber dann bitte irgendwie einen Verweis dazu machen. Hier, das ist eine Frage für das FAQ. Oder ihr geht halt nochmal kurz auf das FAQ-Video. Den Link stecke ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Ich bin fertig, yay! Und das wird wieder so lange dauern, hochzuladen. Oh nein! Ja, ich hätte euch dann alles eigentlich mitgeteilt, was ich euch mitteilen wollte. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass wir uns dann ja, in der nächsten Woche oder morgen schon in einem anderen kleinen Video wiederhören. Bis denn dann, ciao!